Moment, Moment. Wir werden angeblich noch verfolgt. Das ist nicht das, was ich ansprechen möchte, aber wir haben doch jetzt eine Brechstange. Könnte man da nicht vielleicht alle Kisten, die da rumliegen, aufbrechen? Könnte doch sein. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Da Young. Also, in der Pause kam mir gerade der Gedanke, ja, wir haben doch jetzt ein Messer, damit können wir Türen öffnen. Wir haben doch jetzt einen Schraubenschlüssel, mit dem wir das Wasser wieder in Gang setzen können. Und wir haben jetzt eine Brechstange. Die Brechstange lag bei den Kisten. Was könnte man damit machen? Vielleicht Kisten öffnen? Was sich mir aber da entgegenstellt, ist der Gedanke, in dem Spiel hast du jetzt noch nicht so die Freiheit, was ja Interaktion mit der Umgebung angeht. Also wenn ich da an das Klettern denke, was nur an den weißen Stellen geht. Aber ich werde nochmal zurückgehen und werde es einfach mal ausprobieren, ob man das bei einer Kiste ausprobieren kann. Specky Mampftonne bei der Farm ist unten und Specky Mampftonne bei den Feldern ist halt bei den Feldern. Hier war noch eine Schlange, aber das Blöde ist, die Anzeige jetzt immer da ist. Da komme ich ja nie mit, wenn uns wirklich mal jemand verfolgt. Oder vielleicht eher zu spät. Hier am Fuße waren nur noch Kisten. Versuche ich mich mal an denen. Oder einfach nochmal hier. Also, dass die Musik gerade da ist und das Verfolgungszeichen ist irgendwie kacke. Vielleicht werde ich mal nach der Folge das Spiel nochmal kurz beenden. In der Hoffnung, dass es das wieder zurücksetzt. So, waren hier schon alle Kisten offen oder wie? Die Krähen steigen auf. Ja, hier waren schon alle offen. Gut, dann kann ich sie nicht probieren. Die Schlange hier ist noch nicht despawned. Entschuldigung. Aber es ist ziemlich warm draußen. Wir haben es jetzt eine halbe Stunde nach 12. Die Sonne hat gerade so in etwa ihren Höchststand erreicht. Wo ist sie denn? Ach, da. Hä, man sieht sie gar nicht. Ah, doch, da. Gehe ich nochmal hier aus zu den Kisten. Die waren beim Weg. Wo war der? Der war hier, ne? Hä? Ja, da. Geschlossene Kisten. Kann man die aufbrechen? Nee, man kann durchschlagen. Okay, dann werde ich das wohl vergessen können. Also die Kisten... Tja, aber dann muss es eine irgendeine andere Möglichkeit geben, mit der Brechstange was zu machen. Wie gesagt, das Messer kann Türen öffnen. Der Schraubenschlüssel... Ah, Schlange, jetzt hab sie gehört. Renn doch. Der Schraubenschlüssel kann Wasser wieder in Gang setzen. Ja. So viel dazu. Dann gehe ich aber nochmal kurz Wasser auffüllen. Ich will jetzt nicht gleich wieder die Flasche anreißen. Dann trinke ich nochmal aus der Schüssel. Und ich speichere nochmal. So. So. Und dann geht's wieder los. Also ich muss wirklich mal nach der Folge das Spiel beenden. Da hat sich irgendwas aufgehangen. Wir werden immer noch verfolgt. Die Musik ist noch da und das ist ziemlich uncool. Weil ich so ja nie mitbekomme, wann wir wirklich mal gerade ernsthaft verfolgt werden. Was war das denn? Eine Federer. Ich lasse aber mal den Kopfhörer etwas aufgedreht, weil dann höre ich das Schlangenzischen. Zwischen der Musik. Zumindest hoffe ich das. So, wo warst du hier? Bist du das da? Ne, ich sehe ihn gerade nicht. Dann renne ich mal. Wenn der Dicke ankommt, dann steht er da nochmal verfolgt, nochmal entdeckt da. Genauso wie bei den Hunden. Bei den Schlangen gibt es ja bloß, du wirst verfolgt. Schlangen können, glaube ich, auch gar nicht so gut sehen, ne? Deswegen steht er dann wohl nicht entdeckt. Denke ich mir gerade mal so. So, dann gehe ich oben wieder in die Hocker. Besser klein machen als gesehen werden. Hier muss es bestimmt auch noch irgendwas geben, oder? Die Hunde sind nicht ohne Grund hier. Wir müssen generell nochmal da hoch. Hi. Ich wollte ja sowieso nochmal hin. Es geht womöglich bloß über die Brücke.
Dann gehe ich das jetzt mal an. Na, hier sterbe ich doch bestimmt. Der Hund ist gerade weg. Soll ich es mal probieren? Hey. Hunde, auch noch so viele. Können uns mehrere Hunde gleichzeitig verfolgen? Hatten wir bisher noch nicht. Wäre schon ziemlich uncool. Wir können uns in den Büschen verstecken. Wie viele hier sind. Hier muss es was Besonderes geben. Ansonsten wären hier nicht so viele. Oh. Na, hat uns schon gesehen. Ha. Was ist das? Was? Na. Gibt's doch nicht. Ah, sonst zwischendurch mal nicht mehr gesehen. Dann gehe ich wieder in den Busch. Na, ah, sieht uns wieder. Dann renne ich einfach mal durch. Da kann ich über die Mauern springen, oder? Moment. Haha. Blödes Vieh. Kommt er hier rum? Ich glaube ja. Ha. Das Vieh kann hier nicht rum. Schön. Gut, dann kann ich mir das bei den Hunden zu Nutzen machen. Die können nicht über die Zäune springen, auch nicht über die Mauern. Ha. Tja, ich muss aber über die Brücke, ne? Ansonsten breche ich mir wieder was. Nicht drauf, ja. Ob er uns anspringen kann? Sieht nicht so aus. Es kommt immer bloß ein Hund an, nicht mehrere, das auch nicht. Die Brücke da, ja. Ich komme da wieder hoch, ne, da, den Weg da. Dann komm mal rum. Ich will hier lang. Oh, ist der gerade... Das sah komisch aus. Jetzt kommt doch mal wieder hier rum. Jetzt fängt er wieder irgendwas, ne? Geh ich jetzt mal da runter. Ne, es geht schief, das geht schief. Eigentlich müsste das gut gehen, aber wir sind nicht bei Far Cry. Wo gehe ich denn dann lang? Ich weiß es noch nicht. Verdammt viele Hunde. Ah, scheiß Vieh. Mich erschreckt. Da komme ich nicht hoch, oder? Bitte doch. Okay. Rettung. Na, die sind wirklich zu zweit. Mann, ey. Erstmal was reinpfeifen. So. Werde ich uns nächstes Jahr stellen. Das könnten wir schaffen, oder? Ich hätte hier oben gerne ein Feuer zum Speichern. Das wäre echt bescheuert. Darüber springen? Ja. Ich würde gerne erstmal kurz gucken, ob das wirklich geht. Ja, es geht. Ah. Oh, nee. Ich drücke wie wild, aber es hilft nicht. Aua, die halten mich fest, die Schweine. Ach nö. Höchst uncool. Die können uns also beim Hochklettern noch verletzen. Gut, wäre blöd, wenn nicht, aber ich hätte gehofft, da ist schon zick. Gut, dann weiß ich, ich renne da jetzt schnell hin auf den Stein. Oh, schaut mal. Wir sind gestorben und das Verfolgzeichen hat sich zurückgesetzt. Schön. Na gut, dann weiß ich auf jeden Fall, Mauern, Zäune sind nichts für die Hunde. Steine müssen wir halt schon, wenn die nicht gerade zu flach sind. Und ja, ich weiß, dass ich da einfach rüberspringen kann. Jetzt ist die Frage, was ist effizienter? Laufen und warankommen oder rennen und warankommen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rennen einfach mehr Wasser kostet. Ist dann zwar schneller, aber dafür musst du dann auch mehr Wasser trinken. Deswegen bleibe ich mal lieber bei normalen Laufen. Dann sehe ich vielleicht noch eher, wenn da irgendjemand um uns herum ist, dem ich eigentlich eher aus dem Weg gehen sollte.
Bin mal gespannt, was es noch für eine Waffe gibt. Es gibt 4. Nee. Ach, hier war das genau. Es gibt 4 Slots dafür. Ich versuche erstmal wieder einfach vorbeizuschleichen. Wenn es nicht geht, ja, dann renne ich einfach. Nee. Ich zieh dich über die Mauern, komm mal gucken. Wird bestimmt noch geändert irgendwann im fertigen Spiel bestimmt. So, ich bräuchte gerne mal eine Regeneration. Boah, wie schnell die hochkommen. Dann geh ich wieder runter. Komm, 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 komm. Mädchen, schneller. So, regenerieren. Oh ne, 3. Eieiei. Da wieder eine Pflanze, ja toll. Wo wäre denn der nächste Stein? Da wäre einer. Gott, ey, 3. Danke fürs Platz machen. Der ist nicht auch genug. Ich bräuchte Mauern zum Abschütteln. Oder sowas. Schnell. Puh. Okay, Joch. Ausdauer regenerieren. 4. Ja, die Texturen, die gehen schon. Oh, 5? Nee, ich bin doch umgekommen. Okay, ich geh einfach, weil die hängen eh da unten. Hier oben gibt es bestimmt auch noch welche. Aber hier kann man die wunderbar abschütteln. Dafür, dass es so viele sind, das ist schon ziemlich cool. Oh, für Glanz. Ah, Hunde. Bäume. Da drin ist Sick, oder? Oder ist das eine Falle? Ja, hier ist Sick, hier ist ein Feuerchen. Geil. Oh. Ist das vielleicht Andrew? Rashid? Fuck. This can't be happening. Why? Why? You might have been an asshole, but you don't deserve this. Hat er es nicht verdient? Oh oh. Ich frage mich gerade, warum ist der hier drin gestorben? Warum ist der hier drin gestorben? Ist doch eigentlich sicher. Die Krähen gerade. Erstmal speichern. Oh, der hat doch was. Futter. Ah. Die klingen noch sehr nah. Warum ist der hier drin gestorben? Er sieht jetzt nicht irgendwie hingerichtet aus. Wobei das Blut da in die Ecke geschmissen hat. Ich hätte mir jetzt noch vorstellen können, der ist hier reingekrabbelt, weil er verletzt war und wollte sich einfach hier ausruhen. Dabei ist er gestorben, weil er verblutet ist. Aber wenn ich so das Blut hier sehe, wenn er hier bloß verblutet wäre, wäre er nicht noch an der Wand. Großer Schmatzifatz. Insofern ist es vielleicht doch nicht ganz so sicher. Vielleicht kommt so ein Dicker mal hierher. Ich weiß es nicht. Ne? Ach, der Hunde hier. Also hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Nein! Schade, dass hier keine Wasserquelle ist. Das wäre aber auch etwas zu viel des Guten, oder? Vielleicht in der Burg. So einfach abschütten? Hier runter, das tut doch weh, oder? Ich geh mal weiter. Hier ist gerade niemand. Ah, toll. Hast du lange gewartet, ne? Oh, oh. Das ist gut, Kinder. Wir haben ja gerade gespeichert, von daher einfach probieren. Noch Anlauf. Cool.
Immer schnell, worauf? Ah, geht gut. Geht nicht gut. Zum Glück sind gerade keine Hunde hier. Sie bleiben nur unten, ne? Wie sollen wir denn hier aufnehmen? Geht nicht. Naja, schafft man eigentlich auch so, wenn man spät genug abspringt. Hier kann man drüber laufen, hier kann man was essen. Das bringt auch einfach das Wasser zurück. Und dann sind wir da. Der Küstentower. Huh. Hier oben scheint wirklich zick zu sein. It must be the way to get down from here and reach the shore below. Think. It can't be so simple to cross it. Hm. Gibt's aber auf jeden Fall Pflanzen. Eine Wasserquelle wäre noch cool, aber es wäre, glaube ich, Voraussetzung, dass man die Wasserflasche mitbringt, damit man einfach hier länger herumstreunern kann. Tja, oh. Wasser haben wir an sich genug, aber es könnte besser sein. Ich hätte gedacht, dass da oben ist der Küstentower, weil der ist wirklich so weit oben wie gar nicht. Sieht etwas komisch aus von hier. Sieht aus wie ein Gebäude, also so ein richtiges Hochhaus. Hier ist zu. Ah, müssen wir wieder klettern. Da heißt es wieder irgendwas brechen. Einen auf Faith gemacht. Oh Mann. Beinahe die Augen ausgestochen. Nee, ist zu weit weg. So. Ausdauer regenerieren. Wo geht's denn hier lang? Hm. Okay, hier geht's nicht weiter. Wenn man runterfallen sollte und es überleben sollte, könnte man hier wieder zurück. So, hier ist wieder an die Vorsprünge hangeln. Hä? Nee, hä? Lass nochmal los, Mädchen. Ist da viel zu weit weg? Noch einer? Nee. Ah, was war? Boah, Sonne. Böse. Die Schatten da hinten. Wobei, es baut die Welt auf. Da hinten ist ja noch eindeutig ein Bild zu sehen. Und hier, das sind einfach richtige Bäume. Ist schon etwas unrealistisch, oder? Also man hat hier wirklich Echtzeit, die Minuten ablaufen und so oft, wie man hier trinken muss, ist etwas übertrieben. Naja, das wird bestimmt noch geändert, das schaffen wir nicht. Von hier aus erst recht nicht. Ne, das schafft selbst sie nicht. Achso, hätte ich es auch gekonnt, okay. Aber wie gehe ich denn jetzt weiter? Hm. Wenn hier wieder so Metallzeug wäre, wie wo, bei dem Wasser unten beim Strandhaus, dann hätte ich mir gedacht, ja, muss ich erst noch was finden, aber hier ist nichts dergleichen, wo man sich dann anhangeln könnte. Wie darüber? Wir sollen ja auch nicht hoch, ne? Da steht ja down. Hm, guck ich mal, ob ich in den Keller komme. Aua. Jetzt schauen wir uns erstmal hier in der Nähe um. Ach nee, ich will nicht runterfallen, das gibt bestimmt Aua. Dann gehe ich lieber den Weg hier die Treppen runter. Hier geht's auch nicht rein. Hier dürften wir nicht rumkommen. Mhm. Oh, was ist denn das da unten? Kleine Burg, hä? Immerhin haben wir hier oben Ruhe.
Spur vor irgendwelchem Getier. Tja, aber wie sonst? Oben rein und dann runter. Mann. Hier werde ich auch definitiv nicht weiterkommen. Und hier an der Seite ist auch nirgendwo eine Öffnung. Na gut, dann mache ich erstmal hier im Schatten Pause. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob ich da schon in diesen Turm reinkomme. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.